Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie und euch herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem nächsten Meisterschaftsspiel. Wir haben die Länderspielpause genutzt, um die Akkus ein bisschen aufzuladen, natürlich insbesondere unsere Spieler und die Mannschaft, bis auf die, die auf Länderspielreise waren. Wir sind zu Gast bei einem namentlich großen Verein, beim Hamburger SV. Am Samstag um 13.30 Uhr ist der Anstoß im Volksparkstadion. Ob es sich nur um einen großen Namen oder auch um eine große Mannschaft und damit um einen großen Gegner handelt, kann uns der Cheftrainer sagen. Bitte, Lukas, deine Vorschau auf das Spiel. Ja, vielen Dank, Matthias. Ich würde alles bejahen. Ja, ist eine große Mannschaft mit großer Vergangenheit, die auch wirklich einen guten Fußball spielt. Die Mannschaft mit der absolut höchsten Ballbesitzzeit in der Liga. Sie laufen extrem viel. Und dennoch haben sie in den letzten Spielen nicht so punkten können, wie sie sich das erhofft haben. Da sind wir leider zu zweit. Auch uns erging es so. Und insofern sind beide Mannschaften ein wenig, vielleicht nicht mit dem allerletzten Selbstvertrauen ausgestattet aktuell. Aber ich glaube, dass wir eine gute Trainingswoche jetzt hatten, nachdem wir 3 Tage am Wochenende dann auch runtergefahren haben. Und gehen das voller Enthusiasmus an dieses Spiel, wohl wissend, dass wir einfach auch eine hohe Leidensfähigkeit brauchen. Wir werden viel laufen müssen. Darüber hinaus brauchen wir aber auch den Mut, mit dem Ball eben auch den Gegner vor Aufgaben zu stellen. Und leider wird es so sein, dass personell einige Spieler uns nicht zur Verfügung stehen. Jonas Karls mit einem Bänderriss, Felix Platte, der tatsächlich noch die Nachwirkungen des Zusammenpralls in Regensburg spürt und uns einfach nicht zur Verfügung steht. Marcel Melem, der leider erkrankt ist. Dafür sind mit Kemal Ademi und Johannes Dörfler 2 Jungs morgen zumindest wieder im Abschlusstraining dabei, sodass sie im Kader dabei sein können. Julian Justwan hat jetzt seit Dienstag mit trainiert und ist sicherlich noch nicht bei 100%, aber auf jeden Fall jemand, der im Bus sitzen wird. Das erstmal als Eingangsstatement. Vielen Dank. Ja, Lukas, vielen Dank. Steigen wir doch in die Fragerunde ein. Matthias Reichstein vom Westfälischen Volkspark macht den Anfang heute. Hallo, Herr Kwasniok. Im Hinspiel verlor der SCP die Partie unglücklich in der Nachspielzeit. Was ist von diesen 90 Minuten bei Ihnen noch besonders in Erinnerung? Ja, war tatsächlich unglücklich, weil der Zeitpunkt extrem spät gewesen ist, aber es war unterm Strich, glaube ich, auch so, dass es nicht unverdient war. Der HSV ist eine gute Mannschaft. Sie haben hier schon auch, glaube ich, den 2-1-Sieg unterm Strich verdient gehabt und es hat extrem wehgetan, aber was wir mitnehmen, war die tolle Energie, auch die Synergie damals mit den Fans. Wir haben den HSV gestresst, durchgängig gestresst und diese Dynamik, diese Energie, dieses dauerhafte Stressen müssen wir mitnehmen in den Volkspark, denn nur so hast du eine Chance, gegen den HSV zu bestehen, ihn weh zu tun, aber wie ich eingangs schon auch gesagt habe, darüber hinaus auch ordentlichen Ball zu spielen, denn nur hinterherlaufen tut dann irgendwann weh, aber diese Energie, das haben wir heute auch den Jungs mit Bildern untermalt, tatsächlich aus dem Hinspiel, wir können dem HSV wehtun und das wollen wir unter Beweis stellen am Samstagmittag. Jetzt geht es in das letzte Saisondrittel. Was haben Sie sich noch vorgenommen? Welche Ziele haben Sie sich gesteckt? Ach, man muss nicht immer irgendwie auch nach außen jetzt ein Ziel wieder raushauen. Es wird darum gehen, dass wir eben diese Dynamik und diese Energie, diese positive Energie, die ich jetzt schon auch erwähnt hatte mehrmals, dass wir die in den letzten Spielen auf den Platz bekommen. Und es ist so, dass der ein oder andere Spieler sich leichter tut, wenn es vielleicht dann noch um einen Aufstieg oder gegen einen Abstieg geht. Aber ich sage immer wieder, große Sportler, die haben auch Hunger, wenn der Gabentisch dauerhaft voll ist. Und deswegen diesen Hunger müssen wir in jedem Spiel auf die Platte bringen. Und das ist unsere Aufgabe, da immer wieder die richtigen Spieler zu finden. Und ich glaube, gegen den HSV stellt sich diese Frage nicht. Jeder wird zu 100% motiviert sein und dann hoffen wir, als Sieger vom Platz gehen zu können. Ja, der volle Gabentisch ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage. Fabian Wohlgemuth sieht die Gefahr, dass die Mannschaft die Saison noch kaputt spielt. Sie auch? Ach, weiß nicht. Es ist natürlich so, dass ich als Trainer, glaube ich, vor allem dafür da bin, auch positive Eigenschaften dieser Saison in den Vordergrund zu stellen und
Ich glaube, wir waren hier Tabellenführer erstmals in der zweiten Liga, auch wenn das schon ein wenig her ist. Aber dementsprechend glaube ich nicht, dass das möglich ist. Aber unser Anspruch ist es so, gut wie möglich abzuschließen. Und ja, wenn das am Ende der 8. Platz ist oder der 6. oder der 9., Fakt ist, wir wollen besser spielen als die vergangenen Spiele. Da war diese Energie, diese Dynamik einfach nicht fühlbar, nicht spürbar. Und das ist im Endeffekt, glaube ich, das, was Fabian ausdrücken will. Aber das will ich auf eine andere Art und Weise vielleicht auch als Trainer. Und deswegen sind wir da deckungsgleich, was ja, die Spieler der Mannschaft angeht, nur vielleicht unterschiedlich ausgedrückt. Ich glaube nicht, dass wir was kaputt machen können in dem Sinne, sondern einfach, dass wir uns nicht so sehr dafür belohnen, was wir eigentlich unterm Strich bisher gezeigt haben. Ja, wir gehen mal rüber zu Frank Beinecke von der Neuen Westfälischen. Hallo, Herr Kwasniok. Über was für Beschwerden klagt Felix Platte und resultieren diese noch aus dem Regensburg-Spiel? Du hast es schon teilweise beantwortet, aber vielleicht kannst du da noch mehr zu sagen. Ich hatte ja bei der PK nach dem Regensburg-Spiel von Rückenbeschwerden auch gesprochen durch den Schlag. Und da sieht man, weil die Diagnose meinerseits eigentlich fehlerhaft gewesen ist, denn eigentlich ist es so der Beckenkamm, aber der strahlt so weiträumig aus, dass Felix sich, ich sage jetzt mal, rund um den Hüft-, Becken- und Rückenbereich kaum bewegen kann. Es ist eine sehr, sehr weiträumige Geschichte mit leichten Einrissen in der Muskulatur und ist schmerzhaft. Und wenn man ihn aktuell so über den Platz traben sieht, weil er sich schon auch bewegen soll und das auch tut, es fällt ihm schwer, aber da muss er durch und wir hoffen, dass er nächste Woche uns zur Verfügung steht. Wie stehen die Einsatzchancen bei Kemal Ademi? Und was wären mögliche Optionen, falls Platte und Ademi ausfallen sollten? Ja, das ist jetzt nichts Neues für uns. Wir haben in den vergangenen Spielen ganz, ganz häufig umstellen dürfen, müssen, haben da immer wieder auch kreative Lösungen gefunden. Das funktioniert mal besser, mal weniger gut, aber wir wissen, dass die Situation so ist und Kemal ist definitiv keine Startoption. Er wird morgen das Abschlusstraining mitmachen und dann schauen wir, ob er überhaupt im Bus sitzen kann. Aber davon ist jetzt mal auszugehen, nur ja, das ist mein Job, das ist meine Aufgabe mit dem Trainerteam, da Lösungen zu finden. Wir müssen nur akzeptieren, dass das eben dann auch vorne nicht immer ganz so einfach ist, den Gegner zu stressen, immer für Gefahr zu sorgen. Aber die Jungs geben ihr Bestes und ich hoffe, dass ich übermorgen ein glückliches Händchen habe in der Auswahl der Spieler und über etwaige Optionen jetzt zu philosophieren, ist einfach noch etwas verfrüht. Ist Philipp Clement schon bereit für einen Startelf-Einsatz und falls ja, was erhoffen Sie sich von ihm? Ja, grundsätzlich schon. Er hat jetzt gegen Havelse 60 Minuten gespielt. Die Muskulatur hat gehalten und natürlich verändert er unser Spiel. Und trotzdem tun wir gut daran, einfach einen Spieler, der jetzt 4 Wochen nicht auf dem Platz stand und uns nicht helfen konnte, auch nicht zu viel zu erwarten. Und dass jede Aktion, wenn er an den Ball kommt, zu einer Torchance führt. Aber er gibt unserem Spiel natürlich eine andere Spielruhe, eine andere Struktur. Und das erhoffen wir uns gerade, wenn es hitzig wird. Deswegen ist er auch da und er hat uns extrem gefehlt in den vergangenen Wochen und ja, wir werden sehen, inwieweit seine Qualitäten, die er zweifelsohne hat, er auf den Platz bringen kann und vor allem dann auch wie lange, denn 4 Wochen gehen an keinem spurlos vorbei, aber wir hoffen, dass er dann auch vielleicht über eine zweite Luft sogar 90 Minuten durchspielen kann und dementsprechend ist er natürlich eine Startelf-Option. Ist Julian Justwan wieder in der Verfassung, um von Beginn an spielen zu können? Ja, Ju hat heute einen viel besseren Eindruck gemacht, beispielsweise als gestern. Aber da sieht man einfach, wenn du mal 10 Tage raus bist und nicht am Trainingsbetrieb teilnehmen kannst, ein oder andere Spieler verkraftet das besser, andere brauchen ein bisschen länger und darüber muss ich mir jetzt noch Gedanken machen, aber Ju
hat einfach mit seinem linken Fuß und mit den Qualitäten, die er besitzt, egal ob von der Bank oder von Beginn an, einfach einen großen Mehrwert für die Mannschaft. Und wir sind happy, dass er wieder dabei ist. Und wir lassen uns mal überraschen, was ich mit ihm so vorhabe. Ja, Matthias Reichstein hat sich etwas intensiver mit dem Gegner beschäftigt. Der HSV hat zuletzt 2 von 12 möglichen Punkten geholt. Ist Hamburg für Sie noch ein Aufstiegskandidat? Ja, ich habe das ja im Eingangsstatement schon gesagt. Das ist ein großer Verein, ist eine große Mannschaft. Und da sieht man einfach, dass es auch nicht so einfach ist, aufzusteigen, nur weil man einen großen Namen hat. Und sie spielen dieses Jahr echt einen guten Fußball. Sie haben auch den nötigen Hunger. Und dennoch stehen sie nicht automatisch oben, weil sie einfach viele Spiele unentschieden gestaltet haben. Weil jede Mannschaft natürlich auch extra motiviert ist, um gegen den HSV zu bestehen. Das ist auch für die Jungs in Hamburg eine Herkulesaufgabe, sich da jedes Mal zu behaupten. Aber natürlich ist es eine Spitzenmannschaft. Natürlich können die jederzeit eine Siegesserie starten. Natürlich können sie Spiele am Stück gewinnen und jeder Mannschaft wehtun. Aber sie haben halt in den vergangenen Wochen, glaube ich, zu unterschiedliche Halbzeiten an den Tag gelegt und konnten das über 90 Minuten nicht abrufen, was eigentlich in ihnen steckt. Und das ist sicherlich für uns auch am Samstag eine Chance, diesbezüglich zuzupacken und so zu punkten. Dann haben wir noch eine Statistik, die insbesondere in Hamburg viel diskutiert wird. Der HSV hat als Zweitligist noch nie im April gewonnen und damit logischerweise immer den Aufstieg verspielt. Was erwarten Sie für einen HSV am Samstag? Ja, wurde natürlich zum Thema gemacht, sodass es auch bei uns irgendwie mal dann auf dem Schreibtisch gelandet ist. Das ist ja sicherlich als Thema für den HSV ein größeres als jetzt für uns. Wir fahren dahin und ja, müssen 100% an der Leistungsgrenze arbeiten, damit wir überhaupt eine Chance haben. Und ob sie jetzt in der Vergangenheit dann alle Spiele im April gewonnen haben oder eben keins gewonnen haben, ja, hat mit unserer Leistung erstmal wenig zu tun. Und das ist die einzige Chance, dass nach Möglichkeit diese Serie auch weiterhin Bestand hat für den HSV. Ja, Frank Beinecke von der Neuen Westfälischen beschäftigt sich mit unseren beiden Nationalspielern, die zuletzt im Einsatz waren. Haben Sie schon Informationen, ob Frederik Ananou und Florent Muslia unversehrt von ihren Nationalmannschaften zurückgekehrt sind? Ja, mehr als das. Die haben heute mittrainiert, sind ja beschwerdefrei zurückgekommen, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Wir hatten tatsächlich auch das Glück sozusagen, dass beide Spieler das erste Spiel über 90 Minuten absolviert hatten und jetzt in der zweiten Begegnung eher einen Kurzeinsatz bekamen. Und deswegen gibt es da überhaupt gar keinen Grund, sie nicht auch als Startelf-Option in den Überlegungen mit einzubeziehen. Und ja, haben heute echt einen guten Eindruck gemacht, auch im Training, und alles gut. Haben erfolgreich auch die Länderspielreisen beendet. Insofern bringen sie auch da nochmal positive Stimmung in die Mannschaft. Ja, Matthias Reichstein möchte noch ein bisschen was zu Kemal Ademi wissen. Wie sehen Sie bislang seine Entwicklung? Ja, es war ja so, dass er auch Nachholbedarf hatte, und wie es dann immer so ist, du kommst rein, sorgst für Unruhe, war es ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass Spiele, die nicht besonders gut liefen, dann dennoch einigermaßen erfolgreich abgeschlossen werden konnten, weil wir dann noch zumindest einen Punkt geholt haben. Und da ist ein ständiger Unruheherd, und dann fährst du nach Regensburg und denkst, hey, jetzt ist Kemal auch so weit, von Beginn an mit Felix Platte auflaufen zu können. Und dann hat man schon auch gesehen, 90 Minuten sind lang, aber dadurch, dass Felix schon nach 5 Minuten eigentlich verletzt sich über den Platz dann geschleppt hat, musste Kemal dann mehr investieren, mehr laufen, und seine Kernqualität, nämlich in der Box, kam dann gar nicht so zur Geltung. Das war schade für ihn, und wie es dann der Zufall so will, kaum ist er auf dem körperlichen Höhepunkt, machen einfach die Adduktoren da Probleme, konnte jetzt die ganze Woche nicht trainieren, und insofern ist das ein Rückschlag für ihn, auch für uns. Aber unterm Strich ist er einfach enorm wertvoll für uns und sicherlich gegen den HSV erstmal von der Bank. Spielt er in Ihren Überlegungen über die Saison hinaus eine Rolle? Darüber haben wir uns wirklich noch überhaupt gar keine Gedanken gemacht.
dafür ja, war einfach die Zeit jetzt auch noch nicht so reif, weil, wie eben beschrieben, die Entwicklung von Kemal unterschiedliche Phasen hatte. Und das werden wir dann mit dem Fabian in Ruhe besprechen, uns Gedanken machen und dann auch den Spieler informieren. Ja, dann kommen wir zum dritten. In Regensburg haben sie den Zwei-Türme-Sturm gebracht. Du hattest es vorhin schon erwähnt. Nach 45 Minuten musste Platte verletzungsbedingt raus. Nun ist Platte verletzt. Werden sie es noch einmal probieren oder ist das Thema durch? Also, ich habe ja jetzt schon alles beantwortet. Platte steht nicht zur Verfügung und Kemal ist keine Startoption, also das wird schwer mit Türmen, weil so viele haben wir nicht. Also, dann wird man es vielleicht mit Geschwindigkeit, mit Spielwitz versuchen und ja, den Gegner dann vielleicht auch überraschen, das wird sich zeigen. Aber ja, also der Turmsturm, so langsam gehen dann die Alternativen, was die Größe angeht, auch aus und ja, stellt aktuell jetzt keine Option dar. Ja, Frank Beinegard, abschließend noch zwei Fragen zu Dingen am Rande. Ist auch Ihr Co-Trainer Frank Fröhling wieder einsatzbereit? Und wann wird am Freitag trainiert und wann erfolgt die Abfahrt nach Hamburg? Ja, also Gott sei Dank, Frank ist wieder am Start und wir haben ja zu Beginn der Saison so ein wenig geflaxt. Wir haben einen emotionalen Trainer und wir müssen so ein bisschen aufpassen, dass der nicht allzu häufig gesperrt ist. Es war wirklich auch ein persönlicher Sieg, dass er als erster sozusagen die vier gelben Karten erhalten hat. Aber umso glücklicher bin ich dennoch, dass er jetzt wieder an der Seitenauslinie uns unterstützt. Darüber hinaus wird aber auch Thomas Bertels, der für ihn in Regensburg eingesprungen ist, uns begleiten. Die U21 spielt nicht und Tommy ist wirklich auch so ein positiv Bekloppter. Und ja, insofern sind wir jetzt als Trio unterwegs und ich hoffe, dass Frank die gleiche Energie gegenüber den Unparteiischen weiterhin an den Tag legt, auch auf die Gefahr hin, dass er wieder eine gelbe Karte bekommt. Denn wir brauchen das, wir müssen den HSV stressen auf unterschiedlichste Art und Weise. Und darüber hinaus ist er natürlich auch als ja, Standardexperte und auch gute Seele und persönliche Hilfskraft sozusagen, die wirklich mich immer wieder dann auch beruhigt und wichtige Tipps gibt, elementarer Faktor unserer bisher doch so aus meiner Sicht nach wie vor erfolgreichen Saison. Ja, du hast die letzten beiden Fragen noch nicht so ganz beantwortet, wann am Freitag trainiert wird und wann es losgeht nach Hamburg. Können wir noch nachschieben, ne? Ja, tatsächlich vor lauter Gedanken über meinen Co. Habe ich das vergessen. Ja, wir trainieren jetzt morgen Vormittag ganz normal um 10:30 irgendwie und essen dann und fahren dann los. Ich bin da immer nicht ganz so gut informiert. Deswegen sind meine Antworten so lala, würde ich sagen, diesbezüglich. Aber ich bekomme sie mal noch rechtzeitig mit am Trainingsmorgen selbst. Und ja, wir erscheinen immer pünktlich zum Training und auch immer zum Spiel insofern. Bisher hat es ganz ordentlich geklappt, aber ich meine 10:30. Ich weiß es noch nicht ganz genau, Herr Beinecke. Entschuldigung. Ja, es ging ja, glaube ich, eher darum, wann er dich anrufen kann. Das wird sicher dann nach 13.30 Uhr gut möglich sein. So, jetzt schauen wir nochmal auf den Monitor. Abschließend sind jetzt keine weiteren Fragen mehr gekommen. War ja auch ein ordentliches Tableau heute. Herzlichen Dank für die Teilnahme an die Journalisten. Herzlichen Dank fürs Interesse, fürs Zuhören. Unserer Mannschaft eine gute Vorbereitung, eine sehr gute Fahrt nach Hamburg und natürlich noch ein besseres Spiel mit entsprechend gutem Ergebnis. Dankeschön.